Das ist wohl ein Moment, auf den viele von euch schon seit Jahren warten. Ich kann es endlich aussprechen, denn nachdem gestern Abend ein offizieller Teaser zur 14. Erweiterung für Die Sims 4 geteilt wurde, gab es jetzt erste Informationen und Screenshots zum kommenden Pack. Gestern Abend gab es einen neuen Teaser zu den kommenden Inhalten von Juli bis September, in dem unter anderem auch die kommende Pferdeerweiterung für Die Sims 4 offiziell vorgestellt wurde. Jetzt gab es aber auf Steam einen größeren Leak. Hier wurde nämlich für kurze Zeit die Erweiterung schon versehentlich 2 Tage vorher veröffentlicht, sodass wir jetzt schon vor der offiziellen Ankündigung morgen erste Infos und Screenshots kennen. Hier im Hintergrund seht ihr ein paar erste Bilder. Die Produktbeschreibung habe ich auf Deutsch übersetzt, welche wie folgt lautet. Ziehe majestätische Pferde auf, trainiere sie und knüpfe besondere Verbindungen mit ihnen, die anpassbare Mitglieder deiner Familie sind. Du kannst dich auch um Minischafe und Miniziegen kümmern oder deinen Lebensunterhalt mit dem Verkauf von selbstgemachten Nektar verdienen. Gestalte dein eigenes, einzigartiges Leben auf der Ranch. Verbringe die Tage damit, deine Tiere glücklich und sauber zu halten, Präriegras zu ernten, um sie zu füttern, Pferdemist zu sammeln, um deine Pflanzen zu düngen und deinen eigenen Nektar herstellen, um ihn zu verkaufen. All das kannst du auf einer Ranch tun, die du selbst gestaltest, sei es in einer traditionellen Hütte oder einer großen roten Scheune. Deine Pferde, einschließlich der entzückenden Fohlen, sind Teil deines Haushalts und haben viele besondere Interaktionen mit Sims und anderen Pferden. Das Leben auf einer Ranch hat seine Momente der Ruhe und Einsamkeit, aber es gibt auch ein mehr als nur lebendiges Sozialleben. Deine Sims können in die Stadt gehen, um sich mit Freunden in der Bar zu treffen, im Tanzsaal Dampf abzulassen oder im Reitpark zu trainieren. Sie können auch Veranstaltungen wie Grillpartys und Tanzabende auf ihrem eigenen Grundstück veranstalten und einen Ranch-Arbeiter einstellen, der ihnen hilft, wenn die Arbeit zu viel wird. Pferde gehören zur Familie, gestalte deine hufigen Freunde im Erstelle einen Sim oder erhalte neue Pferde, indem du sie rettest oder kaufst. Auch Fohlen können auf deiner Ranch geboren werden. Sims können die Fertigkeit Reiten erlernen und Pferde können in den Fertigkeiten Gewandtheit und Springen trainiert werden. Geübte Pferde und Reiter können im Reitsportzentrum sogar Preise gewinnen. Auch interessant, wie bei den letzten Packs wird es jetzt auch wieder besondere Vorbestellerinhalte geben. Wenn ihr bis zum 31. August bestellt, erhaltet ihr eine Resonator-Gitarre, ein Wagenrad und einen rustikalen Schaukelstuhl mit dazu. Das Pack könnt ihr unter anderem auch bei Instant Gaming vorbestellen. Hier wird die Erweiterung bald auch bereitstehen und kostet deutlich weniger als bei EA direkt. Link in der Beschreibung. Was denkt ihr zu den ersten Informationen? Haltet ihr diese für vielversprechend oder sind die Pferde eher nicht so ganz euer Thema? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.